Liebe Leidende, ich begrüße euch wieder herzlich in der kleinen Arztpraxis am Rande der großen Stadt. Heute geht es um ein etwas unappetitliches Thema, nämlich um Syphilis, eine der großen Geschlechtskrankheiten. Auch unser Freund Ivan im Hintergrund hat sich da etwas eingefangen und hat jetzt den Infektionsort in seinem Unterleib etwas schamhaft verhüllt durch eine Unterhose. Ich begrüße im Studio Professor Mozart Megahed. Er ist Professor für Venerologie und Dermatologie in Aachen an der Uniklinik. Herr Megahed, was heißt Syphilis? Wo kommt das Wort her? Das Syphilis kommt, ist ein griechisches Wort, heißt verbotene Liebe. Verbotene Liebe, ja. Wie die Fernsehsendung. Genau, das, weil die Leute damals denken, das ist eine Strafe, der Gottesstrafe. Also heutzutage denken wir nicht an Gottesstrafen, sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der Syphilis-Neuansteckungen dramatisch gestiegen ist. Das ist richtig. Woran liegt das? Also müssen wir zuerst sagen, die, laut Robert-Koch-Institut, die Zahl tatsächlich ist sehr, sehr hoch gestiegen. Wir haben 2014 5.700 neue Infektionen. Und 2000, in Deutschland? In Deutschland, ja. Und 2015, das die Zahl ist gestiegen auf 6.800. Ja, das deutlich heißt, mehr. Ja, 19% mehr. Wo ist es gestiegen? In den Großstädten, eher im Land? Ja, in großen Städten hauptsächlich. Berlin ist am meisten Fälle. Ja. Und dann Hamburg und dann danach München und Sachsen. Wir denken, die Ursache, das ist der Mangel an Aufklärung. Das ist eine Sache. Die Leute machen sexuelles Kontakt ohne Schutz. Ja. Und orales Sex und Drogenkonsum unter jungen Leuten, das ist eine Ursache auch. Ja. All diese Faktoren ist die Ursache für die neue Infektion. Gibt es Risikogruppen? Ja, gibt es eine Risikogruppe, weil laut der Statistik auch 85% die neuen Infektionen sind bei homosexuellen Leuten. Also wichtig ist es vor allen Dingen zu wissen, woran erkenne ich das, wenn ich das habe? Oder wie hat er es erkannt? Was ist das wichtigste Symptom? Also die Krankheit verläuft in drei Stadien. Mhm. Die Stadium 1 kommt 9 bis 90 Tage nach der Infektion, das heißt nach dem Kontakt mit den betroffenen Patienten bei Personen. Die Bakterie geht in den Haut rein, verursacht eine Stelle, die ist wie, sieht wie ein Pickel aus. Wie ein Pickel. Ja, und das ist schmerzlos, merkt dem Patienten keine Schmerzen. Und im Laufe der Zeit geht das in ein Geschwür, wird geöffnet von wird allein. Größer und, etwas größer und dann wird geöffnet von allein. Ja, und sieht wie ein Geschwür aus und dieses Geschwür suppt ein bisschen. Ja. Und dann im Laufe der Zeit, innerhalb von einer Woche oder zwei, drei Wochen, geht das von allein ohne Probleme weg. Ja. Danach kommt die Stadium 2 und die Stadium 2 merkt dem Patienten, dass er hat Hautausschlag, der Haut sieht komisch aus. Am ganzen Körper? Am ganzen Körper, insbesondere seine Hände und Füße und am Stamm. Ja. Und der hat auch allgemeine Symptome, Fieber, Müdigkeit. Ich denke, der hat globale Infekt. Meistens die Patienten, die kommen zu uns, die denken, sie hat einen globale Infekt. Und wenn man bei ihm einen Test macht, also Blutuntersuchung, dann merkt, findet man sofort, dass er hat Syphilis. Ja. Ist es so, dass jeder Arzt, der einen Patienten untersucht, mit diesen Symptomen, auch vor allem mit dem Hautausschlag, dass jeder Arzt eigentlich wissen muss, dass es Syphilis sein kann, oder wird das oft verwechselt? Wird verwechselt manchmal, weil es gibt so viele Krankheiten, die können auch die ähnliche Manifestationen oder Symptome zeigen. Und wie wird es behandelt? Das ist ganz einfach. Also den Syphilis ist verursacht durch eine Bakterie. Also diese Bakterie nennt man Treponema pallidum, die ist gramnegativ. Und die sind sehr empfindlich gegen Penicillin. Penicillin, das gute alte Penicillin. Genau, man gibt eine Spritze oder je nach, wenn die Krankheit seit einem Jahr, weniger als einem Jahr eine Spritze und wenn ist es mehr als einem Jahr drei Spritzen. Ja, und wenn man das erste und zweite Stadium quasi ignoriert, dann geht man ja in eine lange Wartezeit über. Genau, eine Latentphase, also wie Sie sagen, eine Wartezeit, keine Symptome, gar nicht, merkt dem Patienten überhaupt nichts. Und danach geht die in Stadium 3 und Stadium 3, das ist eine Spätreaktion auf die Bakterien. Ja, und dann kann man auch daran sterben. Ja, wenn das die Krankheit trifft, zum Beispiel Blutgefäße oder Gehirn oder Herz, dann kann der Patient dann sterben, natürlich. Ja. Liebe Freunde, wir sollten uns zu Herzen nehmen, dass wir uns dieses kleine Bakterium nicht einfangen. Schützen wir uns, passen wir auf uns auf und das soll so bleiben bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.